enorme. Da ist er. Jetzt habe ich Mut. Ach, das ist schön. Das freut mich sehr. Aber das ist, glaube ich, jetzt habe ich Mut. Das freut mich sehr. Tut mir leid, Deutsch, dass wir schon wieder ein technisches Problem haben. Kein Ton. Ja, das ist die falsche Mikro, glaube ich, aber gut. Jetzt. Schauen wir mal, woran es liegt. Wir arbeiten dran. Und das natürlich, wenn ich so eine Stargäste habe, verstehst? Wieder Ton da. Ist der Ton wieder da? Ach Gott. Guten, einen wunderschönen guten Abend. Ja, diesmal hoffentlich mit Ton. Ja. Ich bin sehr begeistert, dass das jetzt dann doch noch funktioniert hat. Wie gesagt, wir optimieren noch die ganze Zeit an der Anlage rum, bei jedem Livestream, und jetzt haben wir halt irgendwas zu Tode optimiert. Schön, dass ihr alle da seid. Schön vor allen Dingen, dass ihr euch Mittwochabend wieder die Zeit nochmal habt, mit mir da ein kleines Stelllichein zu haben. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Oh, und ein Abo, vielen Dank. Leider ist mein Bildschirm gerade so klein, dass ich das praktisch nicht lesen kann, aber wir arbeiten auch daran. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir dieses Mal, möchte ich sagen, richtig, richtig coole Gäste. Oh, und wieder ein voller Master 81, Dankeschön. Ich habe mir diesmal richtig, richtig coole Studiogäste geholt. Nicht einfach irgendwelche aus der Paintball-Szene, weil Paintballer haben wir, finde ich, die ganze Zeit hier. Und ist ja richtig so, es dreht sich ja letztendlich um Paintball. Aber der Battleground ist ja nicht nur ein Paintball-Spielfeld, sondern wir sind ja quasi sozusagen ein Abenteuerpark für große Kinder. Hi Sushi, schön, dass du da bist. Und Kaliber Stefan ist auch da. Und der Cannelloni, ich hoffe, du grillst schon fleißig für uns. Schön, dass ihr alle da seid. Also, wir sind ja nicht nur einfach ein Paintball-Spielfeld, sondern wir sind ja im Prinzip ein Abenteuerpark für große Kinder. Pong ist auch am Start. Das freut mich sehr. Und deswegen habe ich mir dieses Mal auch völlig andere Gäste geholt. Er hat sehr wenig Haare. Ja. Er ist einer, würde sagen, ein richtig sportlicher Typ. Er hat sehr, sehr viel Erfahrung, was Events anbelangt, was Abenteuer anbelangt, was Leuten eine coole Erfahrung mitzugeben hat anbelangt. Er hat einiges schon gemacht in seinem Leben, und er hat seine rechte und linke Hand mit am Start. Ich möchte euch heute Abend bei uns hier in unserem Livestream sehr herzlich den Nino von Battlefield for Friends begrüßen, und den schalten wir jetzt für euch auch zu. Und das sind die Jungs. Ja. Jawohl. Live von dem Farbe. Hallo, schön, dass ihr bei uns heute Abend gesagt habt, okay, ihr nehmt da teil und nutzt die Chance, auch einmal euer Konzept, eure Idee und das, was ihr anbietet, bei uns hier im Stream vorzustellen. Ihr seid einer, ja, neben unserer Airsoft-Truppe der größte Eventpartner oder Partner bei unserem Battleground. Ihr habt heuer so viele Termine, dass ich selber schon nicht mehr überblicke und mir die ganze Zeit wieder den Daniel frage, ob er mir wieder die Termine schicken kann. Ja, weil bei mir gerade im Moment natürlich alles total drunter und drüber geht. Aber wir haben euch, glaube ich, überall super untergebracht. Und deswegen herzlich willkommen an euch, Nino und Daniel, dass ihr praktisch bei uns heute Abend teilnehmt. Ja. Nino, ein paar Worte zu dir. Was hast du vorher gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen, Battlefield for Friends zu gründen? Und vor allen Dingen, was können wir uns darunter vorstellen? Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir heute Abend dabei sein dürfen. Okay,
Ich habe in meinem Leben schon einiges gemacht. Also ich komme ursprünglich aus dem Sportbereich. McFit kennen viele, die Fitnesskette. Dort habe ich einige Jahre halt die Studios mit aufgebaut und habe dort das Personal mit eingestellt. Das war so ursprünglich so mein erster Job, den ich die ersten 10 Jahre so gemacht habe. Und dann später bin ich in die Eventbranche rein, habe dort für Konzertaufbauten solche Sachen organisiert und sowas geleitet. Und ja, das hat aber keinen Spaß mehr gemacht. Und ich wollte ursprünglich halt auch mal für meine Kinder, die sind jetzt, die Jungs werden jetzt 13, da wollte ich halt irgendwas machen, weg vom Computer und wieder hin zur Sportlichkeit, dass sie halt sich draußen bewegen, was machen und was unternehmen. Und so ist die Idee von Battlefield for Friends entstanden. Das sagt ja schon der Name, Battlefield for Friends. Das heißt, das Spiel, wir setzen quasi Videospiele und also richtige Videospiele, Filme, Serien setzen wir im Real Life um. Das heißt, wir haben da ein Militär-Lasersystem, also kein Kinder-Lasertech, ganz wichtig, teilweise in echte Waffen verbaut, in gute Airsoft-Waffen. Unheimlich viel Reichweite, 700, 800 Meter schießen die Dinger. Wer es hart haben möchte, der kann halt auch bald wieder mit Stromschock, Westerheit das Ja, Ganze. habe ich auch gelesen, ne, mit Stromschock. Wie hast du das mal selber ausprobiert? So? Na, natürlich hast du das ausprobiert, Selbstverständlich haben wir es ausprobiert, aber oder? es gibt ja extreme Weiterentwicklungen. Es gibt ja nur drei Systeme. Aha. Ursprünglich kommt das Ganze aus Amerika, iCombat, und da haben sie einen richtigen, also das ist eigentlich nur für die Militärpolizei entwickelt worden, für Trainingssimulationen. Und kam dann irgendwann auf den Markt, wie alles, was cool ist, kommt irgendwie auf den freien Markt und so hat sich das weiterentwickelt. Wir haben halt ein System, was aus Russland kommt, was recht cool aufgebaut ist und das nutzen wir hauptsächlich für uns. Ja, das ist im Prinzip das Basissystem, also ich habe es jetzt ja selber weiterentwickelt, das Basissystem ist das ziemlich das, was wir auch haben, oder? Genau, richtig. Genau, ja. Wir bieten ja quasi auch Lasertech an. Ich habe ja von Anfang an darauf Wert gelegt, dass man eben nicht dieses Kinder, also ich will es nicht abwerten, weil es Käse ist, es macht mit Sicherheit auch super Spaß, aber dieses klassische Lasertech wollten wir halt nicht anbieten, sondern wir wollten halt auf ein System setzen, das vor allen Dingen auch bei Tageslicht funktioniert und wo man nicht in irgendeiner so dunklen Halle mit Neonlicht praktisch dann darum basteln muss. Und das ist ja eigentlich auch das praktisch, was euer System auszeichnet. Ich habe es ja schon sehen dürfen. Also die Waffen, die haben wirklich Originalgewicht, kann man sagen. Und ja, man taucht ja dann sozusagen wirklich in so eine, ja, Online-Game-Welt ein, im Real Life, ne? Genau, richtig. Ja. Also wir haben, was wir weiterhin dazu entwickelt haben, ist auch eine App, wie man die Apps halt kennt, für Spiele. Man kann halt den Charakter leveln, man kann mit der Gruppe halt aufleveln, Sachen freischalten. Und es ist eine Mischung halt aus einem Videospiel, deswegen, und der realen Welt draußen, so dass man halt das spielen kann. Wir haben Sachen reingenommen aus Escape Room Spielen, das heißt, es gibt Rätsel zu lösen, also aus verschiedenen Sachen da etwas kreiert und zusammengestellt. Aber da kann vielleicht Daniel gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, weil wir ein ganz besonderes Event auch bei euch auf dem Battleground machen, was extrem gehypt ist und die Leute unheimlich stark annehmen. Deswegen haben wir so viele Termine. Ja, gut. Viele Termine bedeutet ja viel Interesse, weil Ja. ansonsten könntest du es ja mit weniger machen. Bevor wir richtig da einsteigen und ich dann den Daniel einmal ein bisschen frage, was seine Rolle bei euch ist und wie man sich das dann im konkreten Doing dann vorstellt. Also für mich als, also ich stelle jetzt die Fragen deswegen so, ich kenne das System nicht, ich habe es natürlich vorher angeschaut, aber die Zuschauer kennen es natürlich in Teilbereichen natürlich nicht. Also stellt euch das so vor, ihr lauft da wirklich sozusagen wie in so ein Computergame reingebeamt mit eurem, ja, mit das ist im Prinzip eine Waffe, mit eurer Laserwaffe sozusagen, durch die Spielmodi oder dieses Game und habt gleichzeitig sozusagen das Handy dabei. Die Snack. Ja, genau, hol mal so ein Teil, das war vielleicht super. Das würde die Wir Leute mit Sicherheit interessieren, haben oder? gerade Lieber Chat, wollt ihr mal so eine Kanone von Battlefield for Friends sehen? Würde ihr mal tippen, oder? auf jeden Fall.
Ja, schaut's mal her. Eins heißt immer praktisch, wir wollen sehen. Also ich denke auch, das will man mal sehen. Und ich kann euch auch eins sagen, das wollt ihr nicht nur sehen, sondern das müsst ihr mal anlangen. Also auch für alle Paintball-Spieler natürlich, die T15-Spieler und so, die sind schon relativ nah dran. Aber was dieses System auch auszeichnet, ist das, dass du wirklich beim Paintball-Markierer hat natürlich im Prinzip jeder Markierer, ist er von der Leistung her, sagen wir mal, vergleichbar. Ja, der mag vielleicht ein Ticken besser sein oder ein Ticken schlechter sein, je nach Preislage oder je nachdem, wie ich ihn getunt habe oder sonstiges. Dort ist es so, dass diese Laserwaffen wirklich sozusagen das abbilden, für was sie in real dann sozusagen vergleichbar stehen. Das heißt, wenn ich dort eine Sniper-Gun habe, die geht dann ja wirklich entsprechend weit und die ist dann ja wirklich irre schwer. Also, das ist nicht, ja, da kommt er ja schon. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Paintball-Waffe. Habe ich das so richtig erklärt, Nino? Genau, das ist eine der Sniper, die ist selber weg. Das ist schon sehr amtlich, ne? Ja, und ich meine, da müsstet ihr halt auf jeden Fall kennen. Also, wir verwenden auf jeden Fall, lassen wir von JTAG bauen. Die verwenden nur hochwertige Sachen. Ja, und die hat halt mächtig Gewicht. Also, das ist halt auch uns wichtig gewesen, dass wir uns abgrenzen von so Lasertech-Sachen, wie sie sonst halt Ja, stattfinden. klar. Und ja, das ist zum Beispiel ein Modell. Zeig mal. Dann haben wir noch eins. Das ist jetzt quasi die Version Sturmgewehr. Jo. Kennt man auch. Erste Ja, Erkenntnis. sicherlich. Gibt es jetzt, wie gesagt, im MagFit-Paintball-Bereich auch. Da ist natürlich das Realfeeling schon enorm. Von der Haptik her, also der Nino war ja mal zu Besuch bei mir am Battleground am Anfang, wie wir uns halt ein bisschen beschnuppert haben, wie wir uns kennengelernt haben. Er hat da auch diverse solche Waffen dabei gehabt, die habe die halt auch anlangen dürfen und auch die Haptik etc. Das ist halt völlig real. Also, das muss man so sagen. Ja, und was sich halt ein Stück weit auch abgrenzt, ist, warum wir halt diese Sachen benutzt haben. Erstmal wegen der Reichweite. Weil Sniper spielen macht natürlich auch sehr viel Spaß, das ist das eine. Ja, was hat, Und nochmal vielleicht für den Chat, was hat so ein Sniper-Gun für Reichweite? 600 Meter, aber Ja, dann braucht man halt ein ne? vernünftiges Zielfernrohr Ja, ich drauf. wollte gerade sagen, ne? 600 Meter ist natürlich wirklich heftig. Ja. Ja. Und also im Normalspielmodus zwischen 50 und 100 Meter spielen wir. Man kann halt sehr gut bei diesen Sachen, ist ja kein Infrarot wie bei Lasertag, sondern es sind ja richtige Laser verbaut. Deswegen auch diese Reichweite und die kann man halt auch genau einstellen. Deswegen, das ist ja das Interessante daran, dass man bei den Waffen halt die unterschiedlichen Reichweiten einstellen kann. Magazingröße etc. Solche Sachen, das kannst du halt alles separat bei den Waffen so einstellen, dass sie halt auch dem Original ähneln würden halt, Ich ne? habe eine Frage aus dem Chat. Ballet Drop gibt es aber nicht, ne? Ist ja Nein, klar. nein. Nein, Ja, also. das ist ja Licht, Laser, das heißt, der schießt geradeaus. Also, das ist jetzt nicht, dass jetzt so noch praktisch so ein Kugelauswurf auch noch simuliert wird oder so. Das führt, finde ich, dann irgendwo zu weit, weil darfst du eins nicht vergessen, das Zeug liegt dann auch irgendwo rum. Ja? Und es ist ja auch, also als ich das angefangen habe, ist ja auch so gewesen, da hat man halt noch nicht so richtig die Vorstellung, wie das tatsächlich im Realen abläuft. Man kennt es aus dem Paintball- und Airsoft-Bereich ja auch, das reale Spiel findet mit einem Maximum an 100, maximal 200 Meter Ja, statt. maximal, wirklich, Ja, also absolut. das, alles, was man nicht sehen kann, ist für einen ja dann, ne, ist Ja. ja weg. Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das natürlich auch, also wir reden immer noch von einem Spiel und das ist ja gut so. Ja? Wir wollen hier keine Tier-1-Operator ausbilden, sondern wir wollen den Leuten einfach ein Gaming-Feeling geben. Ja? Und das soll ja auch nicht, ne? Wir wollen nicht den Krieg ziehen, sondern wir wollen einfach nur die Action und den Fun haben. Und ich denke, da finde ich es eine gute Grenze. Ja. Ja, das ist halt auch richtig, was du sagst. Es ist halt wichtig, so geil wie die Teile auch sind hier zum Spielen. Das ist halt bei uns halt Mittel zum Zweck. Das heißt, Genau. sehr viel, gerade bei euch, wir spielen ja auf einem riesen Gelände halt nochmal zusätzlich bei euch. Und bei uns liegt der Fokus auf dem Spiel selbst, nicht die Waffen sind Beiwerk, Genau. beziehungsweise die Tagger, ja. Bei uns ist eher so, dass wir wieder wollen, dass die Leute miteinander interagieren,
So wie ihr das zum Beispiel auch mit eurem Lab, Richtig. beziehungsweise mit Auf dem. das wollte ich jetzt raus. Letztendlich steht natürlich das Live-Action-Roleplay im Vordergrund. Genau. Ja, ihr habt euch heute dafür extrem, wie soll ich sagen, extrem aufwendig und extrem cooles System dafür einfallen lassen. Natürlich kann man sowas auch mit Airsoft machen, natürlich kann man das im Prinzip auch mit Paintball machen, aber eben mit ganz, ganz klaren Einschränkungen. Und diese Einschränkungen habt ihr natürlich bis zu einem gewissen Grad ausgehebelt und könnt halt insofern halt auch ein sehr, sehr, sage ich mal, einmaliges Erlebnis anbieten. Vor allen Dingen dadurch, dass das halt auch das System hat, braucht sie halt auch die entsprechenden Schutzmasken nicht. Und das macht, finde ich, gerade was das Live-Action-Roleplay anbelangt, unglaublich viel aus. Das ist der größte Manko übrigens im Paintball-Bereich, wenn man solche Roleplay-Events veranstaltet, dass natürlich die Maske auch die Mimik etc. von meinem Gegenüber natürlich wegnimmt. Und dieses ganze, sag ich mal, ja, diesen Erlebnisteil, den bietet ihr halt voll. Ja, es ist halt auch zielgruppentechnisch, ist es halt so, die gerade die Spiele, die wir bei euch machen, ziehen halt auch auf eine Zielgruppe ab, die wir uns selbst halt auch generieren. Auch zum Beispiel auch Pärchen. Also uns kommen zum Beispiel Pärchen halt gern zum Spielen, also gerade Mädels mit ihrem Freund. Ja, also wie oft hast du ja Hobbys, die nur für die Frauen oder nur für die Männer halt sind. Und das ist sehr interessant zu sehen, als wir das entwickelt haben, dass da sehr viele Pärchen halt hinkommen. Und Was das aber zusammen. nachvollziehbar ist, weil übrigens danke für den Follow, Marc. Weil natürlich unabhängig von der Weste, die man sich anziehen kann, aber gerade was die Mädels anbelangt, die wollen halt vielleicht am Wochenende nicht mit blauen Flecken oder mit den entsprechenden Impact mit nach Hause gehen. Und das habt ihr dadurch natürlich auch nicht, das Risiko, oder das habt ihr dadurch auch kompensiert. Ja, ich hab im Chat auch gesehen, also wird gerade diskutiert, also dass man halt den Schmerz halt braucht. Das ist halt ein Argument, da sage ich, okay, wir haben ja auch damals angefangen mit iComet, mit dem System zu spielen, mit den Stromschocks. Die Stromschocks waren, muss ich aber sagen, so schmerzhaft und so schlimm, dass man, also das hat die meisten Spieler eher abgeschreckt. Und jetzt geht es hin zu einem kompletten Anzug. Das ist eigentlich, dieser Anzug ist aus dem Sportbereich halt auch. Der komplett Trefferflächen sind dann auf dem kompletten Körper verteilt. Und man kann den individuell einstellen. Das ist auch nochmal der Unterschied, dass man sagen kann, okay, meine Schmerzgrenze ist da. Ja, also wenn ich so ein Paintball zum Beispiel mal abgebekommen habe, das ist Ja, schon klar. heftig. Also Nicht so ein jeder. First Strike, die zieht schon, ne? Das muss man schon sagen. Ja. Also allein, wenn man die so geschossen sieht, ich habe Gott sei Dank noch keinen abbekommen, aber es ist schon heftig. Ja, muss man mitspielen. Ne? Genau. Also, ich sag mal so. Ja, genau. iCombat kommt ursprünglich von den Amerikanern aus dem Militärbereich. Es ist so, da prallen natürlich auch Weltvorstellungen aufeinander. Ne? Der Sinn ist ja, verschiedene Zielgruppen eben auch zu bedienen. Der jetzt zum Beispiel diesen Paintball-Thrill haben will, mit diesem, dass ihm heute halt First Strike um die Ohren pfeift. Ja, das eine nimmt er das andere, nimmt sich ja halt vom anderen nichts. Ja, sondern man darf ja ruhig mehrere Zielgruppen bedienen. Man darf ja nicht immer mit so Scheuklappen rumlaufen und sagen, ja, so nur das. Ja, und alles andere so ungefähr, ne, nur das ist für die, ne, und alles andere ist nichts. Das ist ja ganz, ganz viele Bereiche, warum das in der Vergangenheit Paintball halt so ein extremer Randsport ist. Weil die meisten halt einfach nicht open-minded an die Sachen rangingen. Ihr wisst ganz viele Paintball-Spielfelder, die sagen, ja, um Gottes Willen, ihr holt euch da so Lasertag-Ruhe quasi aufs Feld. Ja, das passt ja da überhaupt nicht. Oder noch viel krasser ist zwischen Airsoft und Paintball. Ja? Da werden ja direkt die Hürden aufgebaut, die aus meiner Sicht überhaupt nicht existieren. Weil, wie gesagt, jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Und jeder steht halt auf was anderes. Und in der Kombination, finde ich, macht das Ganze ja spannend. Wie du schon sagst, bei euch steht ja auch nicht jetzt mal blöd gesagt, die Ballerei im Vordergrund. Ich habe 5 Euro Spende bekommen. Oh, Dankeschön. Best of Balkan hat gespendet, 5 Euro. Ich muss immer tanzen übrigens, wenn einer spendet. Ja. Ja, Ja. so, im Chat steht halt noch, dass
Schmerzlevel einstellbar, ja. Also diese neuen Sachen, die dann kommen werden, die jetzt in der Entwicklung halt sind, die sind tatsächlich, die sind noch heftiger. Also mal bei iCombat hatte man, muss man sich vorstellen, so einen Stromschockgürtel, der wurde einfach nur im Bauch gemacht. Mhm. Und das war wirklich so, als ob jemand halt dir im Bauch reintritt, volle Kanne. Also auf dem höchsten Level. Ja, was zu extrem ist, das, was fürs militärische Training vielleicht okay ist, weil das soll er sich ja merken. Ne? So, soll einen Schuss simulieren. Ja, ja, klar. Ja, das ist bei dem und bei diesem neuen Anzug ist es aber, sind andere Parameter noch einstellbar, weil es ist halt, das ist ja aus der Physiotherapie dieser Strom, den man halt auch komplett kontrahiert lassen kann. Das heißt, man kann dann auch simulieren, Beinschuss. Und ja, das Bein wird dann komplett lahmgelegt. Du kannst es nicht mehr benutzen. Mhm. Du kannst es auch mit dem Arm machen. Das heißt, da gibt es doch diese, ist das angelehnt an dieses Trainingssystem, oder? Da gibt es doch, ich weiß jetzt gerade, mir fällt gerade der Name nicht ein, wo du praktisch für dich selber trainierst, wo der ganze Körper sozusagen angeschlossen ist. Richtig, genau. Und da gibt es jetzt einen kompletten Anzug, der ist frei, ohne dass man halt irgendwo an Kabel irgendwo angeschlossen ist. Ja, und der wird bei uns halt mit eingebunden. Da will ich noch nicht zu viel drüber erzählen, weil ich bin da immer meinen Gedanken und Ideen bin ich immer schon einen Schritt weiter, beziehungsweise sollen auch andere nicht unbedingt halt mitbekommen immer. Klar. Wird definitiv aber kommen, weil die Leute wünschen sich das auch. Also ich kann, wie gesagt, auch die Community verstehen, die sagt, wir möchten gern Schmerzen haben, dann gibt es halt wieder Schmerzen. Kein Problem. Ja, letztendlich muss man halt jeden ein bisschen bedienen können. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Daniel! Erzähl mal, wo kommst du her, was hast du vorher gemacht und was hat dich zum Nino gebracht? Ja, was hat mich zum Nino gebracht? Ursprünglich war ich mal Clubmitglied in der ersten Stunde. Als er die Firma aufgebaut hat, das erste Mal hier gespielt, seitdem immer wieder, immer integriert und bin so gesehen seit letztem Jahr fest eingestellt. Okay. Und habe diesen Hauptaufgabenbereich Battleground. Ja, das wäre ein Zufall, deswegen schreiben wir ja die ganze Zeit. Genau, das ist mein Verantwortungsbereich. Die Groß-Events, die wir veranstalten, 48 Stunden am Stück Events, da kümmere ich mich drum mit der Ellie zusammen. Mhm. Und ja, wir setzen zum Beispiel Last of Us, The Walking Dead. Mhm. 48 Stunden am Stück, nicht mit Pause irgendwie mal eben essen gehen oder sowas, wirklich. Wirklich duschen oder so? Gar nichts. Kein Essen, kein Trinken, müssen sie alles finden. Okay. Wir haben jetzt in diesem Jahr anfangen, letztes Jahr haben wir in Berg 1 gespielt. Mhm. Nächstes Jahr oder dieses Jahr werden wir Berg 1 und 2 komplett bespielen. Okay. Also komplette Fläche. Mhm. Nutzen, damit die Leute ein bisschen laufen können. Ja. Und ein bisschen realistischer wird, dass sie ihre Lager bauen können, da schön irgendwo nächtigen können und unsere Darsteller auch mal ein paar Überfälle machen können. Und ja. Ja, das klingt nach einem Plan. Mal für mich so als Hintergrundinformation, weil es mich interessiert, wie viel Prozent hast du da Ausfall bei so einem 48-Stunden-Event? Also sprich, die dann sagen, boah, packe nicht mehr, gebe ich auf. Also bei den letzten Events, die wir hatten, sind, sage ich mal, von den 70 Leuten, ja, was haben wir denn, so 10, 15 Leute, die abgebrochen haben. Aber wir wollen natürlich eigentlich eine 50-prozentige Quote haben, dass die Leute abbrechen. Okay, also er bringt sozusagen die Leute, also Eventziel ist auch, die Leute so ein bisschen an ihre Grenzen zu bringen. Genau, das ist das Ziel, die Leute an ihre Grenzen zu bringen, neue Erfahrungen kennenzulernen. Das ist ja wirklich, also wenn wir Escape machen, dann mehr in die Hardcore-Schiene. Das ist wirklich also nicht zu vergleichen mit irgendeinen anderen Escape-Rooms oder... Ja gut, das hat jetzt mit einem normalen Escape-Room mal gar nichts zu tun. Ne? Also. Nee, also da sind unsere Darsteller dann doch ein bisschen zu grob für. Okay. Ja, also wir hatten von, wir machen ja auch das reine Horror-Escape-Haus hier, zum Beispiel hier in Rodenberg. Also wir, das ist halt schon, wir haben von Nervenzusammenbrüchen, wir hatten schon alles Mögliche halt gehabt. Also man muss sich halt vorstellen, bei den 48-Stunden-Events, da gehen wir in diese Schiene, dass das soll ja diesen Survival-Aspekt einfach haben. Ja, ja, ist mir schon klar. Ja. Und dann, das heißt, Essen und Trinken ist so rationiert und die Menschen sind das einfach nicht mehr gewohnt.
Und das ist einfach für die Leute, es ist eine Grenzerfahrung. Dann funktioniert das Gehirn vielleicht nicht mehr so, beziehungsweise muss man sich dann entscheiden, ob man sich so eine Waffe halt holt oder was zu essen für die Gruppe. Also alles solche Interaktionen. Und es ist auch interessant zu sehen, während am ersten Tag alle noch friedlich miteinander sind, ist am zweiten Tag, was dann halt passiert. Ja, Schlafentzug. Hunger macht ja böse, ne? Ja, das ist schon heftig. Da habe ich zum Beispiel eine ganz interessante Frage vom Stucker dazu. Also wenn 50% ausfallen, dann ist das ja ein Verlust an Kundenstamm, oder nicht? Die 50% kommen ja nicht wieder. Stucker, ich glaube, da denkst du jetzt falsch, sondern die kommen ja genau deswegen, oder? Die kommen genau deswegen und die kommen und die abbrechen, kommen wieder. Auf Ja, jeden weil Fall. sie beim nächsten Mal sich dann vielleicht anders drauf einstellen oder vorher schon mehr wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Ja, also wie gesagt, die Firma ist auch entstanden, weil ich wollte ja, dass die Leute sich wieder draußen bewegen, Sport machen, weil aktiv sind. Und es gibt halt Leute, die werden dann auch Clubmitglieder. Wir haben jetzt unser letztes Clubmitglied zum Beispiel ist vom Battleground rekrutiert. Der hat dort die 48-Stunden-Events halt mitgemacht. Und das ist halt sowas, die Leute trainieren dann teilweise wieder richtig dafür. Das ist ja auch dieser Ja, Anspruch, dass na wir. klar, weil da der Fitnessanspruch, das ist ein Genau. bisschen praktisch wie auf RTL da, ne? Wo die dann sozusagen alle jetzt mal wieder versuchen, den haut's runter da von dem Gestänge, ne? Aber der gibt nicht auf, sagt, beim nächsten Mal komme ich wieder, aber dann komme ich eine Runde weiter zum Beispiel. Ja, also, ja. Ihr Also redet die unsere ganze Zeit Frau. von, ja, Entschuldige? Nee, mach ruhig, mach ruhig. Ihr redet die ganze Zeit von Clubmitglieder. Was kann ich mir darunter vorstellen? Erzähl nur mal ein bisschen. Ja, Clubmitglieder sind einfach uns die treuen Leute, die so gesehen eher einen Monatsbeitritt wie bei jedem anderen auch zahlen, dafür eben ihre eigenen Waffen auch haben, sich selber dann ihre eigenen Waffen fertig machen dürfen, können zu uns spielen kommen, wann sie wollen, wenn Platz ist, können bei allen Events teilnehmen. Die haben dann so Und ein Abo, oder wie stellen wir das vor? genau, das ist ein Ja. Abo, was sie dann haben können und können dann bei allen Events, ob auf dem Battleground teilnehmen oder bei uns selber auf dem Gelände, können das ganze Wochenende durchspielen, also wie sie wollen. Also Also der Ursprung des Clubs ist so gewesen, wir haben ja drei Schienen, die wir haben. Wir haben einmal die Action-Schiene, also die Action-Events, wo wir Modern Warfare, Battlefield und sowas halt zocken, wo wir auch Wettkämpfe machen. okay, Dann, macht's auch Wettkämpfe. ja, wir machen noch Wettkämpfe, Okay. auch gegen Lettland, Polen. Also dieses Jahr wollen wir das auch bei euch dann machen. Okay, Hatten wir interessant. letztes Jahr schon geplant, aber das ist natürlich halt ins Wasser gefallen. Nur dieses Jahr werden wir es auch wieder aufgreifen. Und ansonsten, wir waren auch schon in Lettland. Also das sind super top Leute. Also wir freuen uns da richtig halt drauf. Und aus verschiedenen Ländern kommen die halt. Ne? Österreich zum Beispiel. Was haben wir noch? Frankreich. Österreich, England, Frankreich, ja, Lettland. Lettland, Polen, die Holländer waren beim letzten Mal voll geplant. Genau. Und Okay. schon, und gegen die zu spielen, da gibt es halt so eine Community schon, eine große, die das halt wettkampfmäßig machen, das entwickelt sich. Und diese Action-Schiene wird auch sehr, sehr stark das sein, wo wir zukünftig auch mit hingehen wieder. Weil, wie gesagt, mit Auswertung das Ganze halt ist, so wie das Modern Warfare, wenn du online spielst. Ja. Also komplett international. Genau. Gibt es eigentlich international noch andere Anbieter, die sowas machen, oder seid ihr da schon relativ einmalig, sage ich mal, auf diesem Planeten? Also in Europa gibt es das so, wie wir das halt machen, gar nicht. Es gab es also allgemein vorher nicht so, wie wir das jetzt hier machen. Ja, also es ist halt auch nicht, ich bin nicht derjenige, der das alleine macht, weil ich habe inzwischen halt 12 Angestellte, Festangestellte. 12 Festangestellte. Genau. Also das ist praktisch schon, also für diesen Bereich, also wer von euch, lieber Chat, kann ich euch sagen, im Hintergrund, also Freizeitbetrieb, der sowas macht, mit so einer sogar doch engen Zielgruppe, ja, der 12 Festangestellte hat, das ist für so einen Bereich schon wirklich eine Riesenfirma. Das muss man so sagen. Und genau wie bei euch haben wir unheimlich viele fleißige helfende Hände. Und da ist zum Beispiel dann der Club, der auch uns unterstützt und hilft immer, wenn auch gerade wenn größere Events sind oder Wettkämpfe sind. Wir haben eine ganz tolle Horrorcrew, die halt wirklich da mit aufbauen und so weiter. Also so wie wir uns bei euch kennt, das ist wie Familie dann schon. Klar gibt es halt manchmal schöne Reibungspunkte hier und da. Ja gut, die können dazu.
Weil man halt viele kreative Menschen auch anzieht. Ja, und Ne? in der besten Familie gibt es einmal Reibung. Ne? Ja. Weil vorher einer gefragt hat, wo man den Informationen über euch kriegt, der Bauer hat es im Chat schon gepostet. battlefieldforfriends.eu wäre die Adresse. Ne? Da können sich die Leute informieren und können auch schauen, praktisch welche Termine da stattfinden, auch am Battleground natürlich, und können da auch buchen. Ne? Jetzt habe ich noch eine Frage von Authentic Drunk, was kostet so eine Kanone, wenn man sich selber eine zulegen möchte, damit man mal eine Hausnummer hat, was man da sich da überhaupt vorstellen Oh. kann? Also, Das, ja, okay. nicht erschrecken, weil es ist halt einfach so, wenn man das zum Vergleich mit euch halt einfach nimmt, euch bezahlt man halt die Paints, Genau. ja, die muss man halt dann noch dazu kaufen. Und wenn man einmal diese Waffe hat mit Stirnband oder Weste, dann ist das eine einmalige Investition. Und deswegen kostet zum Beispiel so ein Stück, kostet locker um die 2.500, 3.000 Euro. Ja, gut, schockt mir jetzt eigentlich nicht so wirklich. Ein guter Markierer mit kompletter Ausrüstung, weil bist du sofort mit Flasche 300 Bar, sonstiges bist du auch gleich deutlich über 1000 Euro. Also, Ja. das ist jetzt nicht. Ja, er hat Paints gesagt. Das liegt daran, dass er kein Paintball-Spieler ist. Genau, sorry. Bei Paintball-Spieler ist der Begriff Paints verpönt. Ja, sondern das Zeug heißt Paint. Also, es Paint, ist Paint, eine okay. Paint und 1000 Paint. Das ist praktisch Okay. wie ein Ei, 10 Eier, naja, wie auch immer. Ne? Also, es sei dem Nino verziehen, ja. Oh Gott, der hat Paints gesagt. Leute, der hat Paints gesagt. Bei der Gelegenheit, er hat Paints gesagt, würde ich sagen, steigen wir mal ein mit dem ersten Merchandising-Gewinnspiel für den heutigen Abend, weil ich habe ja versprochen, ich verlose halt was. Mitmachen kann jeder, der bei uns Follower ist. Ich zeige euch mal ganz kurz in der anderen Kamera, was es im Paket zu gewinnen gibt. So, wir haben hier einen wundervollen Battleground-Patch, ja. Dann haben wir einen Guerillas United-Patch und dann haben wir natürlich einen Guerillas United-Trinkbecher. Jetzt habe ich das gleiche natürlich auch. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Für das Team Taktik, ja, Team Taktik Patch, Battleground Patch und natürlich auch den entsprechenden Becher dazu. Was müsst ihr machen? Ihr müsst in den Chat reinschreiben, Ausrufezeichen Merch, und könnt dann sozusagen an unserer Freestyle-Verlosung teilnehmen und könnt euch dann auch aussuchen, für welches Team praktisch, dass ihr das entsprechende Merch haben wollt. Ab jetzt geht's los, 10 Minuten, ja. Dann ist geschlossen und dann kommt raus praktisch, wer dann dieses Merch-Paket von uns zugeschickt bekommt. So, bin ich wieder da. Seht ihr mal, wie cool, dass das schon gelöst ist. Ne? Wir haben sogar, also kann ich wieder umschalten. Und so. Ja, wir haben uns da recht viel Mühe gegeben. Also mir macht dieses ganze Twitch-Thema unglaublich viel Spaß. Ja, weil das finde ich ja super. Möglichkeit ist halt auch gerade zum Beispiel so mit Leuten wie euch, so eine Themen auch zu diskutieren und trotzdem auch die Leute draußen irgendwie teilhaben zu lassen. Ne? Weil wir können uns über viele Sachen unterhalten, aber vielleicht finden die manche Sachen ganz anders interessant. Und so können sie natürlich auch ein bisschen drauf eingehen, über was wir reden. Und das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Format. Und man kann es im Nachgang ja wunderbar halt auch für Facebook oder für YouTube verwenden. So, euer erstes Event ist kommendes Wochenende. Nee, in 14 Tagen, In vom 14 Tagen. 10.6. bis 13.6. Was steht an? 10.6. bis 13.6. Last of Us 48 Stunden. Last of Us 48 Stunden. Oh, eine Subscription, vielen Dank. Ja, erzähl kurz. Wir haben das ja schon mal angerissen, sage ich mal. Das basiert sozusagen auf Last of Us, oder? Genau, es basiert auf dem Spiel. Okay. Wir haben uns richtig viele Sachen zu überlegt, von Waffen-Upgrades über Sachen, die sie finden müssen, inklusive Generatorversorgung, allem drum und dran, also dass sie Strom haben und Also wer es nicht kennt, vielleicht erstmal Fraktionen. Was gibt es für Fraktionen? genau, verschiedene Ja, genau, Fraktionen. weil dass man überhaupt eine Ahnung hat, weil es kennt jetzt natürlich ja nicht jeder das Spiel, ne? Jo, wir haben verschiedene Fraktionen. Einmal unsere Söldner, die meistens von unserem Club betreut werden. Das sind dann die gesteuerten Charaktere eben, wo ich dann als Spielleitung sage, pass auf, ich brauche euch jetzt da, ihr müsst die angreifen oder müsst da was machen.
Danke für den Dafür Follow. springt der Club da meistens ein. Dann haben wir die Fraktion, die Überlebenden, sind eine Fraktion, wie ich schon sagte, mit den letzten Ressourcen, die sie gefunden haben, wenig Waffen, ganz wenig Equipment, Also aber die mit dem Lendenschurz quasi. genau, Genau. und das ist aber natürlich besser vom Bauen her, was es geht, eure Ausstattung, dass sie schneller eben ihr Lager sicher kriegen und all so drum und dran. Also Dann jede haben wir Fraktion hat so ein bisschen seine Vorteile, ne? genau, Und Militär. Nachteile halt, klar. Die Militaries ist eine Fraktion, die eben so gesehen von der Kommandozentrale bewaffnet wird, ausgerüstet wird. Natürlich dann auch, wie man sich eine Militäreinheit vorstellt, voll ausgerüstet mit allem drum und dran, die das Gebiet eben sauber machen müssen und keine Freunde haben auf dem Spielfeld. Also eine Ja gut, das Peace-Fraktion. Militär hat nie Freunde, ne? Das weiß man. Nee. Dann haben wir noch die dritte Fraktion, das sind so gesehen die Fallen Angels. Eine Mischung aus Ex-Häftlingen und Polizisten, haben Okay. auch schon gute Waffen, sind aber friedliebend und haben auch die Möglichkeit, sich mit den anderen zu verbinden. Das sind quasi die Guten. Ja, sind die Guten, aber auch die Schlechten. Also man will Okay. nicht sagen, sie sind rein gut. Man will aber auch nicht sagen, sie sind rein schlecht. Also das ist immer so, wie sie sich spielen oder Spielverhalten. Also Worauf gebt ihr das da ein bisschen vor oder ist das so eine Eigendynamik, die sich dann entwickelt? das ist eine eigene Dynamik, die sie entwickeln. Wir haben ja eine extra App für das Spiel geschrieben, wo sie ihre Aufgaben haben, ihre Aufgabenzweige, die sie nutzen können, wo sie langgehen wollen, was sie machen, wie sie es machen. Ist so gesehen bei der Gruppe die Entscheidung und da steuert es ein bisschen, aber hauptsächlich entscheiden sie selber, wo sie langgehen wollen, welchen Weg Okay. sie wollen und welche Aufgaben sie machen wollen. Und ja, das ist dann Wie immer. gestaltet ihr, wie kommen diese Fraktionen an ihre Aufgaben? Macht ihr das praktisch dann über diese App, über Software oder habt ihr da jemanden, der dann als Informant kommt, die dann irgendwelche Informationen gibt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, wir haben einmal dementsprechend oben bei euch im Gebäude so gesehen die Hauptzentrale sitzen. Darüber steuere ich das über meinen ganz normalen PC. Okay. Und die Spieler haben selbst Handys, also Okay. Handys von uns, ganz normale Outdoor-Handys, wo sie die Aufgaben kriegen. Und unsere Fraktionsführer, also meistens unsere Ja. Angestellten, haben nochmal Tablets, die in den Camps drin sitzen. Und Okay. die können dann dementsprechend die Aufgaben bestätigen und annehmen und also immer Rücksprache mit der Gruppe und Also das ist also also praktisch im Hintergrund schon wirklich High-End. ja, also es ist eine Mischung aus Technik und einfach draußen sein und Action halt haben. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, wie du so ein Videospiel halt hast, wenn du kriegst jetzt zum Beispiel drei Startaufgaben, baue eine Wasserstation, baue eine Hütte und baue das. Und danach kommt eine Freischaltung. Die kannst du dir dann beim Händler holen. Das heißt, wir haben auch einen Händler im Spiel, bei dem man sich dann halt Belohnung halt abholen kann. Und Okay. so hast du dann den Aufbau in dieser App, hast du dann immer Sachen und dann geht es halt weiter. Du kannst halt einen friedfertigen Weg gehen, du kannst einen kriegerischen Weg wählen und jede dieser Fraktionen hat so Vor- und Nachteile. Also ihr habt Und es wirklich versucht, sozusagen das möglichst nah an diesem Gaming-Erlebnis umzusetzen, aber halt dann sozusagen mit den Menschen im Real Life. genau. Ja, das ist natürlich gigantischer Aufwand und darum komme ich jetzt schon zur nächsten Frage, was Farbensturm Berlin gefragt hat. Was muss ich hinlegen? Was muss ich ungefähr finanziell rechnen, um zum Beispiel an so einem Event teilnehmen zu können? Also bei so einem Event, was wir bei euch veranstalten, sind wir bei einem Preis von 399 Euro für die Okay. 8 Stunden. Es ist aber mit einer Abschlussparty, die samstagsabends dann stattfinden wird, inklusive einem Essen und dann Getränke. Nachher ist alles drin. Also Okay, also du kannst jetzt sagen, für das Geld praktisch hast du aber dann auch alles im Paket. ist genau, genau. Wie so ein Abenteuerwochenende muss man sich vorstellen, so Ja. 2 Tage komplett raus, mal richtig die Sau rauslassen,
Kopf frei kriegen und richtig Action haben, dann auch nochmal eine Party machen und so ist das bei uns aufgebaut. Also wir Also sind ja da ist auch. sozusagen alles ein bisschen dabei. Ich habe gesehen, dass das ja nicht nur bei uns am Battleground so ist, sondern an einem quasi Heimatstandort habt ihr es ja ähnlich strukturiert. Zwar vielleicht von der Fläche her kleiner, aber da habt ihr ja auch sogar so einen See, habe ich gesehen, habt ihr gebaut. Genau. Ja. Ja, das ist ein ehemaliger Militärstandort, so ein Bahnamt hier mit großer Bunkeranlage, aber nicht in der Größe vergleichbar mit dem Battleground. Ja, gut. Jessica, danke. Und Ja. hier haben wir halt einen Teich, einen Löschteich, den haben wir jetzt zurecht gemacht über die Monate, die jetzt zu waren. Sind direkt am Wald gelegen, ne, und haben halt so ein, auch zwei Kasernengebäude, die hier drauf sind circa 30.000 Quadratmeter groß. Und hier machen wir halt eher so diese Action-Events und machen diese reinen Horror-Games. Ja, Ja, weil immer passend halt zum Thema. Happy Yeti, die bespielen bei uns die gesamte Feldgröße. Also wenn du wissen willst, wie groß das Feld ist. Also aktuell würde ich sagen, liegen wir dann so bei 300 Hektar ungefähr. Ne? Also da kannst du laufen. Viel Spaß. also wir Ja. werden bis zum See runter zu eurem Badeteich auch spielen, da wir ja nicht waffentechnisch, sage ich mal, gebunden sind. In Polen darf ja Lasertag Gewalt gespielt werden. Also wir können eigentlich überall spielen. Das ist Ja, kein also genau. Also man muss es ein bisschen unterscheiden. Es ist natürlich auch so, weil jetzt dann wahrscheinlich welche fragen, ja, warum machen wir das beim Paintball nicht, etc. Im Prinzip ist das, was die Jungs aus polnischer Sicht, ist das, was die Jungs machen, halt Wandern im Wald. Ja, sie stellen kein Risiko dar für irgendeinen Pilzesammler oder sonst irgendwas. Das ist öffentliches Waldgelände und solange ich dort mit dem Fahrzeug nicht rumfahre, kann ich das halt bespielen. Wobei unabhängig davon der Seebereich zum Beispiel von uns ja gepachtet ist, also den könnt ihr natürlich entsprechend benutzen, das ist überhaupt kein Thema. Aber gut, das ist jetzt ja kein Thema für den Chat hier. Ja, Farmsturm Berlin, das ist ein stattlicher Preis, das ist richtig, aber jetzt kommt das Aber, ihr dürft zwei Sachen nicht verbinden. Zum einen ist der Battleground an sich selber mit seinen Events natürlich extrem günstig. Da geht schon mal los. Ja, und zum anderen musst du mal überlegen, können die natürlich auch nicht mit 1000 Mann das machen, weil es organisatorisch natürlich in der Option nicht möglich ist und haben natürlich im Hintergrund eine riesige Infrastruktur und die ganze Technik, die fällt halt auch nicht von den Bäumen. Also insofern kann ich schon nachvollziehen, was das kostet und ihr müsst mal schauen, was in Deutschland teilweise für alles Mögliche aufgerufen wird. Das ist jetzt nicht total exotisch. Ja? Also schaut's mal, für Berliner Gegenden mag es vielleicht, sag mal, in Berliner Gegend ist natürlich das meiste etwas günstiger oder so. Aber wenn du jetzt mal Richtung Westdeutschland schaust oder so, ne, ja, also da bist du, oder Nino, da bist du relativ schnell dabei. Ja, auf jeden Fall. Das ist das eine. Und das andere ist halt der Punkt. Ich war in den ersten Jahren, habe ich das natürlich halt fast alleine mit Club und Helfern aufgezogen. Für mich stand immer ganz wichtig der Weg halt fest, dass ich auf jeden Fall festangestellte Leute halt habe. Weil ich hab ja auch Paintball mal gespielt, habe auch ein bisschen, ne, spaßhalber Airsoft. Und dort, es wird alles nur mit freiwilligen Helfern gemacht, aber so konnte ich mir das nicht vorstellen, halt aufzuziehen. Dass es halt auch wirklich halt eine Firma draus entsteht, die richtige Events halt Ja, regelmäßig macht. klar. Ja, und die Fixkosten haben natürlich einfach entsprechend. Aber wenn man es halt entsprechend professionell aufziehen will, dann ist das halt so. Genau. Und wir haben aus verschiedenen Bereichen haben wir Leute halt uns rangeholt. Also wirklich halt auch Leute, die aus dem Lab-Bereich halt komplett organisatorisch halt kommen, die haben wir uns rangeholt. Die machen halt zum Beispiel Story-mäßig, schreiben die sehr, sehr viel und bringen da auch sehr viele coole Ideen halt rein. Also das ist auf jeden Fall ist auch der Weg, den wir halt gehen, dass wir die sagen, Qualitätsschiene, Ja. große Events, wird, wer weiß, was die Zeit halt bringt. Dann Klar. eher aber die Richtung Wettkämpfe, größere Sachen bei euch dann, das kann ich mir gut vorstellen, Ist kann auf man auch alle gut. Fälle super, super spannend. So, Gewinnspiel ist rum. Ja, Andi wertet jetzt aus und gibt dann im Chat bekannt, wer sozusagen das Gewinnspiel gewonnen hat. Schön, dass du mitgespielt hast. Derjenige kann sich dann aussuchen, ob er ein Team Taktik oder ein Guerilla United Paket haben möchte. Und Farmsturm Berlin, nein, das war überhaupt nicht negativ, auch bei uns nicht. Aber ich finde halt,
Es ist halt schön, wenn man erklären kann, warum was halt einen entsprechenden Preis kostet. Und Christian, wie du das schaffst, am Battleground am normalen Wochenende 400 Euro loszuwerden, da muss ich sagen, Respekt, ne? Also, das schafft nicht jeder, ne? Also, ich meine nicht, dass jetzt im Namen vom Hartmut werde ich mich jetzt nicht beschweren drüber, aber in keinster Weise, aber das schafft nicht jeder. Ja, super spannend, das ganze Thema. Und ja, Nino, Daniel, sehr, sehr geil, dass ihr uns das nur so ein bisschen vorgestellt habt. Vielleicht zum Abschluss für euch so ein kleiner Ausblick. Du hast schon angefangen, du weißt ja nicht praktisch, wo es hingeht oder besser gesagt, was ihr vorhabt. Wenn ich jetzt dich frage, wo du 2023 stehen möchtest, ich weiß, es ist keine so einfache Antwort. Ich merke schon, wie du überlegst. Aber ich finde, gerade kreative Köpfe und kreative Unternehmer haben ja immer irgendwie Ziele und natürlich Wunschvorstellungen. Das heißt ja nicht, dass das dann so kommt. Aber wenn ich dich jetzt frage, wo möchtest du 2023 stehen, was wird da als erstes durch den Kopf gehen? Oh ja, gut, also einen Plan haben wir ja schon, in welche Richtung es geht. Das heißt, hier in Deutschland ist der Plan, so circa 5 bis 10 feste eigene Standorte zu haben und dann halt auf jeden Fall in andere Länder zu gehen. Also auch da gerne, wo es ein bisschen wärmer ist, weil wir ja auch die ganze Wintersaison bespielen. Ja, klar. Und daher denke ich mir mal, gucken wir mal, wo die Zukunft dann die Reise halt hingeht. Also wir werden es auf jeden Fall expandieren und größer werden und mehr Standorte auch generieren. Und wir arbeiten ja auch mit Militär und Polizei zusammen. Das heißt, ich komme aus einer Polizeifamilie, vielleicht auch ganz interessant. Und wir arbeiten mit der Polizei und dem Militär so zusammen, dass wir auch in Tschechien zum Beispiel komplettes Equipment aus dem Bereich halt nutzen können mit Hubschrauber und so weiter und so fort. Mit Hubschrauber. Ja, genau. Okay. Und die Richtung, also das wird halt immer mehr, das, was wir machen, wird immer mehr in die Richtung vermischt. Wir gucken mal, was wir da noch anbieten können. Natürlich halt auch gerade bei euch, also weil wir da gesehen haben, wir hatten halt die Jahre zuvor hatten wir einige Partner, mit denen hat es überhaupt nicht funktioniert und bei euch sind wir auf jeden Fall glücklich. Das ist schön, ja. Gut, das musst du jetzt auch sagen. Du bist bei mir jetzt natürlich eingeladen. Das ist natürlich blöd, wenn du jetzt sagst, na, bei euch ist halt eigentlich ziemlich scheiße, aber wir haben gerade nichts Besseres. Nee, ich bin ja selber auch so ein bisschen so ein innovativer Typ und ich glaube, wir zwei, also für euch im Chat, wir haben uns ja das eine oder mal einmal unter vier Augen unterhalten und so und da hat man gleich gemerkt, da war sofort der Basis da. Also das war von Anfang an relativ entspannt. Leider muss ich sagen, ist ja ganz viel jetzt durch Corona erst einmal ins Wasser gefallen, in Anführungszeichen. Aber jetzt denke ich mal, haben wir das Schlimmste überstanden oder hoffe ich und können in eine super, super coole Saison starten. Wenn ihr mehr wissen wollt über Battlefield for Friends, ihr könnt die Jungs jederzeit schreiben. Ja, die sind auf Facebook ganz, ganz aktiv. Instagram, glaube ich, seid ihr auch aktiv, oder? Instagram? Ja, Instagram ist auch Sind aktiv. sie auch aktiv? Und natürlich über ihre Homepage www.battlefield-for-friends.eu. Dort könnt ihr das Ganze auch buchen. Ja, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit euren ganzen Plänen und euren ganzen Ideen. Danke, dass ihr uns ein bisschen einen Einblick in euer Konzept und in das gegeben habt, was ihr macht. Ich glaube, das war für uns alle ja sehr, sehr interessant und sehr fruchtbar. Und ja, und ich freue mich, wenn wir uns jetzt irgendwann dann mal wieder persönlich sehen und ja, und mal wieder zusammen einen trinken können. Auf jeden Fall sicher. Ja, Wir da haben möchte. auch noch was mitgebracht. Oh, ihr habt sowas mitgebracht. Beziehungsweise den Zuschauern Okay. auch noch was zu gewinnen. Ja, cool. Wir werden zwei Tickets für ein Action-Event bei uns hier in Rodenberg raushauen. Ja, Wahnsinn. Ticketpreis liegt bei 179 Euro. Das ist Das immer ein heißt, ordentliches Angebot. Wie kann man es und gewinnen? ja, dann du kannst ja wieder verstarten bei dir. Ach so, ja, ein Logo war halt das. Kannst du es auch Also, promoten?
Ja, wir haben jetzt Genau. natürlich den Code, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, deswegen haben wir den Code Ausrufezeichen Merch hinterlegt. Aber dann ist es halt so. Das ist ja quasi dann sozusagen Battlefield for Friends Merch in Anführungszeichen. Ich werde natürlich dann den Kontakt entsprechend weitergeben. Also, dann würde ich sagen, wir starten jetzt. Ja, Ausrufezeichen Merch, zweite Runde, 10 Minuten. Ich mache dann sowieso noch die Abmoderation, weil wir haben heute nur bis 20 Uhr. Im Nachgang kommt nämlich der Takti mit seinem Livestream und dann wollen wir nicht praktisch die Zeit überschneiden. Der Gewinner wird dann von uns natürlich an Battlefield for Friends weitergegeben. Dann bedanke ich mich recht herzlich auch noch für den Gewinn, auch im Namen unserer Zuschauer. Fördert ja auch mein Stream. Und mir bleibt übrig, euch einen super, super geilen Eventstart zu bieten. Möglichst wenig Verletzte, möglichst ganz, ganz viel Erfolg und möglichst ganz, ganz viel. Ja, gehört immer dazu. Ich meine, ein gewisses Risiko spielt immer mit, da brauchen wir nicht diskutieren. Danke, dass ihr euch die Zeit nochmal habt. Ja, sehr gerne. Und ja, für euch da draußen, ihr könnt gerne mal ein bisschen dranbleiben. Ich habe noch den einen oder anderen Spaß für euch am Start zum Abschluss. Weil ich habe, ja, bei YouTube habe ich noch was gefunden. Und auch für euch, ihr könnt auch gerne noch ein bisschen zuschauen, weil es ist wirklich sehr lustig. Und es fällt ein bisschen in euren Rahmen, denn ich war die Woche auf YouTube unterwegs und habe ein Video gesehen von Sascha Huber. Sagt euch das was? Ja, der Name sagt was, ja. Genau, Sascha Huber ist so ein Fitness-Guru, sage ich mal. Und der war beim österreichischen Jagdkommando und hat dort den Fitness-Test mitgemacht. Ja, jetzt muss man dazu sagen, der Sascha Huber, das ist also wirklich totaler Fitness-Freak. Und ich habe mir das Video vorher angeschaut, weil ich habe so gelacht. Also nach 10 Minuten liegt er schon in der Ecke und kotzt. Aber schaut selber zu, ich blende es mal kurz ein. Für euch schon mal einen schönen Abend. Schön, dass ihr teilgenommen habt und bleibt ruhig noch kurz dran. Und für euch da draußen jetzt noch eine Runde Sascha Huber. So, da bin ich wieder. Und da seht ihr schon, ich habe es mal kurz eingeblendet. Ja, der gute Mann da, das ist der Sascha Huber, also der hier, da, ne? Und da dahinter, da seht ihr den netten Ausbilder vom Jagdkommando. Ja, aber guckt selber. Jetzt am Anfang ist er da extrem motiviert. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar heute bin ich einen Tag beim Jagdkommando, bei den Spezialeinsatzkräften des österreichischen Bundesheers. Ja, ne, er ist zu Gast beim Jagdkommando beim österreichischen Bundesheer. Wer jetzt meint, die Österreicher, das ist ja bloß ein kleines Land. Tja. ja, Andi, musst du mir bitte das Video kurz ein bisschen lauter machen, denke ich mal. Also, wer, warte, ich kann das glaube ich da drüben auch lauter machen. Jetzt gar nicht, Sekunde. Jawohl, ja, das kann ich doch schon lauter machen. So. Also. Wer denkt, ja, dass die, ist ein kleines Land Österreich. Oh, 50 € Spende vom Farmsturm Berlin. Ja, spinn ich. Dankeschön. So, ich mache währenddessen mal kurz weiter beim Jagdkommando. So, also am Anfang viel Gelaber. Jetzt praktisch tut er sich sozusagen ja, da informieren, wo es hingeht, wo die Reise hingeht. Und jetzt schauen wir mal weiter hinter. Das am Anfang, da muss er nämlich schon mal die ersten Übungen machen. Und im Hintergrund sieht er dann praktisch immer einen vom Jakobmann, der das Ganze mitmacht. Und dann schaut mal, wie entspannt, dass der Typ das macht. Also der Sascha Huber, der ist wirklich fit. Ne? Das ist kein Scherz. Sag, noch eine Minute. Ach Gott, jetzt kommt In der natürlich Geschichte sofort und der in verschiedenen Werbeblender, Kulturen das der ist ja Welt. klar. Haben wir aber Immer sofort wieder überstanden. Zeit für die Übung. Seht! Schatz, beim Hintergrund, wie der völlig entspannt das macht. So, Endspurt. Und da liegt er schon, der Sascha Huber. Ne? Das waren nur Kniebeugen übrigens. Ja, YouTube Premium, das ist wieder typisch Marc. Marc ist, der haut halt gerne die Kohle raus. Ich bin der Meinung, für uns reicht das normale YouTube auch. Schaut euch mal den Sascha Huber an. Der andere im Hintergrund, der vom Jagdkommando hat das völlig entspannt mitmacht.
Dauert nicht lang, kommt gleich die nächste Übung. Aber schauen wir noch kurz beim Leiden zu. Sascha, ich sehe wieder die Note 1. Ob dir das nachher zum Verhängnis wird, werden wir noch sehen. Scheiße, ich glaube schon. Ah, fuck, Freunde. Genau, das muss man nicht dazu sagen. Der Sascha Huber ist wahnsinnig fit. Nein, Pump ist nicht Ausdauer, das stimmt überhaupt nicht, Penti. Der Typ ist kein Pumper, sondern der ist ja wirklich fit. Sondern der ist einfach komplett übermotiviert. Ja? Der macht jetzt am Anfang alle Übungen mit einer glatten 1. Und hinten raus geht ihm die Luft aus. Jetzt schauen wir mal weiter. Nächste Übung. Liegestütze. Fuck. Easy. Fuck. Da sind wir schon richtig schwindelig. Bis dann. Noch eine Minute. Wieder noch. 55 Sekunden Pause. 55 Sekunden Pause. Nächste Übung. Crunches. 2 Minuten Zeit, das Limit für die Note 1, 60 Crunches. Eine starke Körpermitte ist ja offensichtlich vorhanden. Start in 5, so, schauen wir es uns noch kurz 4, an. 3, 2, schau, 1, er wird sich schon hinflackt. Start, Crunches, und los 10, geht's. 2 Minuten. So, ich spiele wieder ein Stückchen vor. Im Hintergrund der Typ vom Jakomando, völlig entspannt. Fuck. Schau. Willkommen zum großen Finale der Kraft-Ausdauerübungen, die Hockliegestütz. Und jetzt war genau jetzt kotzt er schon. Beim Begriff Hockliegestütz, ne, hat sich gleich mal das Wasser rausgehauen. Schaut mal her, das Gesicht von Sascha Huber, phänomenal. Ja, also, ich habe so gefeiert. Irre, na, schauen wir weiter. Half Burpees. Jetzt noch. Wenn du bei deiner Note bleiben willst, 36 Stück in einer Minute. Wie geht's? 30 Sekunden. Ja, das ist Horror. Ich empfehle die Übung pünktlich zu starten. Fuck. Ich empfehle die Übung pünktlich zu starten. Der Ausbilder, ne, wenn der das immer sagt. Ich muss jetzt das machen und dann noch laufen. Ihr mit euren Videoideen immer, ich sag's euch. Oh, scheiß Freunde. Er ist fertig mittlerweile. Ich bin echt noch ins Grab, ich sag's euch, wie es ist. Wenn ihr glaubt, dass das jetzt Show ist und so, dass der bloß übertreibt. Ich komme dann noch zum Schluss. Ne? Übrigens, das ist nur Tag 1. Ne? Von diesem Video gibt es 3 Videos. Immer 12 Minuten. Dahinter hat er noch jede Menge weitere Übungen gemacht. Also ich kann euch nur empfehlen, sich das wirklich mal anzuschauen. Aber es geht weiter. 30 Sekunden. So, Sascha, die Reise geht weiter. Eine Minute Zeit. Schaut euch das nur, wie fertig das ist. Schlecht. Fuck. Ich bin wirklich komplett zerstört. Also, ich sag nicht nur so. Also, ich bin jetzt schon komplett zerstört. Der Hals brennt. Mir ist richtig schlecht. Aber was damit da wieder eingelassen? Schaut euch das an. Und jetzt seht ihr mal, der hat keine Gewichte gehabt. Der hat nichts gemacht, das ist nur sein eigener Körper, ja. Und der Grund, warum das der Sascha Huber so fertig ist und der vom Jakomando, naja, der ist mit Sicherheit auch angestrengt, aber der ist noch relativ entspannt. Aber der Grund, warum der ist das, zum einen kann er sich nicht einteilen, ist völlig übermotiviert und zum anderen, das ist eine Willensangelegenheit, ne. Das hat irgendwann nichts mehr damit zu tun, wie fit das du bist, sondern wie viel Willen das du hast und wie du dich durchbeißen kannst. Und da sind natürlich diese Militärs unzerstörbar. Und jetzt direkt, also 4 Meter laufen. Sascha, ich sag's nur ungern, die Minute ist schon fast vorbei. Athleten an den Start. Da, Athleten an den Start. Mein Kommando, gehen. Schön, der andere steht völlig entspannt dort. Los. Und los. So, spielen wir wieder ein Stückchen vor. Ja, kommt wieder die Werbung. Dann müssen wir halt durch, es hilft nichts. Ich weiß, ich kann mir irgendwie Prime zulegen, aber es wird einfach. So, schaut euch mal den an vom Jakomando, wie der noch völlig entspannt läuft. So. Auslaufen, Sascha. Schaut euch das an. Wie war's? Aber, guck mal, ich kann gar nicht reden. Der ist fertig. Sei Freundin, der ist fertig.
Gute Leistung, Sascha, aber unsere Reise hat erst begonnen. Bist du bereit für... Habt ihr den Spruch gehört? Gute Leistung, Sascha, aber unsere Reise hat erst begonnen. Ist das nicht einfach nur phänomenal? Dein Feedback. Bitte. Wir sind im Bereich der Kraftübungen bei 4x1. Ja, ah, das hat er nicht drauf. Im Bereich der Hockeygestütz bei einem Vierer. Oh. Und ich muss dich leider enttäuschen, 2400 sind sich nicht ausgegangen. Fuck. Dazu erklären, das ist... Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Anfang war er extrem stark. Ja, weil der Wille war da und hinten raus quasi hat er dann quasi, ist er dann quasi mehr oder weniger weggestorben. Ja, warum ich euch das gezeigt habe oder warum ich euch das zeigen wollte, ist zum einen, weil ich das Video extrem lustig gefunden habe und zum anderen, weil man mal sieht, jetzt macht er nichts anderes. Das ist ein Leistungssportler, der macht das hauptberuflich. Ja? Und die Militärs, der im Hintergrund, der ist die ganze Übung da mitgelaufen, völlig entspannt und hat sein Ding durchgezogen. Und warum? Weil er einfach dieses, ja, der hat einfach die Leidensfähigkeit. Und das ist ein bisschen so den Unterschied, den es ausmacht. Und das ist ja vielleicht abschließend, warum ich das übrigens hinter Battlefield for Friends gebracht habe. Das ist ja vielleicht so ein bisschen das, was das ganze Konzept mit Battlefield for Friends halt spannend macht. Ja? Rauszufinden, wo ist mein persönliches Limit, wie leidensfähig bin ich. Das ist so ein 48-Stunden-Event, mit Sicherheit auch für einen selber eine recht interessante Erfahrung. So, ich will es dabei belassen. Jetzt haben wir aber gleich die Auslösung, Andi. Ich gehe mal zurück auf meinen Hauptbildschirm. So, jetzt haben wir gleich die Auslösung, wer die zwei Tickets Battlefield for Friends gewonnen hat. Giveaways ist stopped. Jetzt quasi haut uns das System raus. Einer kriegt beide Tickets. So. Wen haben wir gewonnen? Wer hat gewonnen? Authentic Drunk, du hast die beiden Tickets gewonnen. Bitte setz dich mit dem Andi in Verbindung oder schreib uns kurz einfach deine Datenreihe oder eine E-Mail-Adresse, sodass wir uns mit dir in Verbindung setzen können, dass du quasi dann die zwei Tickets kriegst im Wert von über 300 Euro. Zwei Tickets für ein Event bei Battlefield for Friends. Gratuliere. Ja, ihr seht's, die Teilnahme an unserem Livestream hier kann sich auch rechnen und ja, ganz viel Glückwunsch dazu und ich hoffe, dass du dann auch mal kurz im Nachgang, wenn du dir teilgenommen hast, vielleicht ein kurzes Feedback zurückgibst, wie es ihm gefallen hat. Ansonsten, wenn du nicht mehr da bist, schreib mal an, das ist kein Problem. Das kriegen wir raus. Der Gewinner von unserem Merch waren der Cannelloni und René Zettel. Wir wollen mehr Giveaways, ja, beim nächsten Mal bringen wir wieder irgendwas. Also René Zettel und Cannelloni, ihr habt die Giveaways. Entschuldigung, Gesundheit. Oh, huiuiui. Ihr habt die Giveaways bei uns abgestaubt und Dankeschön. Und der Drunk hat die zwei Tickets gewonnen. Marc, du sollst in die Küche und kochen, ja? Mann, immer diese Beiträge da. Ja, Marc ist übrigens unser aktueller Übergangswirt. Also für den Fall, wer sich fragt, Marc von der TPU, danke nochmal, dass du das gemacht hast. Er liegt flach, ach Gott, der Arme. So, ja, ich möchte es jetzt gar nicht mehr länger in die Länge ziehen. Wir haben heute nämlich nur eine Stunde Stream geplant gehabt. Oh, da ist der Panzer über den Fuß gefahren, das tut mir aber sehr leid. Vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Vielen Dank, dass ihr mit uns den ganzen Spaß mitgemacht habt. Nächste Woche haben wir Streampause. Da habe ich nämlich frei. Und wir sehen uns dann übernächste Woche wieder Mittwochabend um 19 Uhr zu unserem nächsten Stream. Und euch hoffe ich, hat es gefallen und habt einen schönen Abend zusammen. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr wieder zugeschaut habt und dass ihr ja, so treue Zuschauer seid. Bitte tragt das in die Welt, dass wir hier Livestreams machen. Ja, euer ja, Anteil sozusagen ist unser Künstlers Brot. Nochmal tausend Dank an Battlefield for Friends dafür, dass sie heute als Gäste zur Verfügung gestellt haben.
Wer im Nachgang das Video noch angucken möchte, wir werden es natürlich wieder auf unserem YouTube-Kanal online stellen und ich denke mal, die Kollegen von Battlefield for Friends werden auch das bei Ihnen noch entsprechend veröffentlichen. Dann bedanke ich mich, schönen Abend, bis dann, euer Bertel.